Hast du auch oft mit trockenen und geröteten Augen zu kämpfen vom stundenlangen Arbeiten vorm Bildschirm und vielleicht sogar Symptome wie Kopfschmerzen oder Schwindel? Dann bleib unbedingt dran, denn wir haben heute 4 Übungen für dich, die den Office Eyes vorbeugen. Warum solltest du dir dieses Video anschauen, wenn du noch nicht mit Symptomen wie Kopfschmerzen und Schwindel oder mit Office Eyes zu kämpfen hast? Ganz einfach, um diesen vorzubeugen. Denn unser Auge ist es einfach nicht gewöhnt, ständig monoton auf die gleiche Stelle, zum Beispiel den Bildschirm, zu schauen und das auch auf die gleiche Distanz. Und Fun Fact, anstatt 15 bis 20 Mal zu blinzeln pro Minute, was wir normalerweise tun, sind es am Bildschirm durchschnittlich nur 5 Mal. Dadurch entstehen logischerweise trockene und müde Augen. Also bleib dran, los geht's und warte auch noch unbedingt auf den Abspann, denn ich gebe dir noch ein paar Tipps nach den Übungen mit, damit du dein Büro so einrichten kannst, dass es augenfreundlicher wird. Los geht's! Für diese Übung finde eine bequeme Sitzposition, aufrechte Wirbelsäule, Platz nach rechts, links und vorne und dann kreis deine Schulter nochmal großzügig nach hinten und unten. Strecke deinen rechten Arm nach vorne aus, der Zeigefinger zeigt nach oben und dann geht's auch schon los. Nimm den Zeigefinger zur Nasenspitze und halte den Blickkontakt zum Finger. Strecke den Arm wieder gerade aus, halte den Blickkontakt und dann schau in die Ferne, weit weg oder so weit wie es geht. Nimm den Blick dann wieder zurück zum Zeigefinger, ausgestreckter Arm und führ die Fingerspitze Richtung Nase, halt den Blickkontakt. Wir strecken den Arm wieder aus und schauen dann in die Ferne und anschließend zurück zum Finger und der geht zur Nasenspitze. Wiederhole das ein paar Mal mit deinem rechten Arm. Drei Perspektiven haben wir. Weite, ausgestreckte Arm, Zeigefinger und Zeigefinger an der Nasenspitze. Super, wir wechseln die Seite, damit auch der linke Arm sich bewegt. Und hier wiederholen wir dasselbe. Ausgestreckter Arm, Blick zum Finger, zur Nasenspitze und wieder ausstrecken. Und der Blick wandert in die Ferne, zurück zum Finger und zur Nasenspitze. Super gemacht. Locker nochmal die Schultern und dann fangen wir auch schon mit der zweiten Übung an. Dafür bleibt der Kopf vollkommen gerade und bewegt sich nicht mit. Nur die Augen nach rechts, nach links, dann nach oben und anschließend nach unten. Nochmal rechts, links, oben. Und unten. Super. Noch einmal. Schau nach rechts, schau nach links. Hoch. Runter. Wiederhol das in deinem Tempo, sodass dir nicht schwindelig wird. Und halte den Kopf ganz, ganz gerade. Als nächstes werden wir unsere Augen etwas befeuchten durch bewusstes Blinzeln. Ich habe ja am Anfang des Videos schon erklärt, dass wenn wir ständig auf den Monitor schauen, anstelle von 15 bis 20 Mal pro Minute nur noch 5 Mal blinzeln. Und deswegen machen wir das jetzt gleich 10 Mal hintereinander. Los geht's! Wundervoll! Jetzt hast du dir eine kurze Pause verdient. Atme nochmal durch und dann geht's auch schon wieder los. Runde 2. Sehr gut. Und nochmal eine kurze Pause. Weiter geht's. Runde 3. Perfekt. Gönn dir nochmal eine kurze Pause und dann kommen wir jetzt zur letzten Runde Blinzeln.
Das war doch easy, oder? Kann man auch eben mal schnell in den Büroalltag integrieren. Für die nächste Übung bleiben wir sitzen. Der Kopf bewegt sich wieder nicht. Und wir wiederholen fast das Gleiche wie die zweite Übung, aber werden einen großen Kreis zeichnen. Rechts, hoch und dann links unten. Und noch ein paar große Kreise mit den Augen. Achte wieder darauf, dass dir nicht schwindelig wird. Mach das Ganze in deinem Tempo. Ein bisschen Augen kreisen. Und das war's auch schon. Dann wechseln wir auch schon die Seite und kreisen mit den Augen in die andere Richtung. Gut gemacht. Mach es dir bequem für die letzte Übung, die eigentlich gar keine wirkliche Übung ist, sondern eine Entspannung für deine Augen. Reibe dafür kraftvoll mit deinen Handflächen gegeneinander, sodass ganz, ganz, ganz viel Wärme entstehen kann. Noch ein bisschen fester, noch mehr Wärme. Und dann leg dir die Handflächen auf die geschlossenen Augen. Genieß die Wärme und die Entspannung, die sich über deine Augen und hoffentlich auch auf dein ganzes Gesicht ausbreitet. Atme nochmal tief durch und dann löst die Hände langsam von den Augen. Öffne sie langsam blinzelnd. Streck dich gerne oder kreis die Schultern oder die Handgelenke und komm wieder zurück in eine bequeme Sitzposition. Und wie versprochen kommen jetzt noch ein paar Tipps, wie du deinen Arbeitsplatz ergonomischer und augenfreundlicher einrichten kannst. Also bleib unbedingt dran. Der erste Tipp, den kannst du dir sicher denken, nachdem ich dir schon erzählt habe, dass man nur 5-mal anstatt 15 bis 20 mal blinzelt. Achte auf regelmäßige Blinzelpausen. Immer wenn du dich dabei erwischst, dass du schon viel auf dem Bildschirm geguckt hast, blinzel einfach 10-mal oder 3-mal 10, so wie wir es gerade eben schon gemacht haben. Tipp Nummer 2, achte darauf, dass dein Bildschirmplatz optimal eingestellt ist, also die Bildschirmhöhe, die Monitorreflexion etc. Alles, was dafür relevant ist, findest du in diesem Video. Tipp Nummer 3, trage, wenn möglich, am Arbeitsplatz lieber eine Brille anstatt Kontaktlinsen, denn da bei der Brille keine direkte Berührung mit dem Auge besteht, kannst du diese selbst bei Entzündungen tragen und beugst auch trockenen Augen vor, denn alles an Umwelteinflüssen wie starker Wind, Hitze, Klimaanlage und was es sonst noch so gibt, trocknet natürlich bei direktem Kontakt der Kontaktlinsen dein Auge ein bisschen aus. Und der letzte Tipp ist ein super einfacher Tipp, den kann wirklich jeder einhalten. Einfach mal zwischendurch lüften, damit die Luftfeuchtigkeit im Raum stimmt, was auch deinen Augen wiederum gut tut. Mehr nützliche Tipps wie diese hier findest du in dem Blogartikel und wir hoffen natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Du kannst gerne deinen Lieblingstipp kommentieren oder uns weitere Anregungen geben. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ciao.